Was wir wollen, ist, dass die Kinder und hoffentlich die Eltern gleich mit lernen, was dahinter liegt und lernen, dass sie Sachen hinterfragen müssen. Das ist eine Zukunftsfähigkeit, dieses kritische Denken, was uns niemals eine Maschine abnehmen kann. Ich glaube, dass Digitalisierung eines der krassesten Buzzwörter ist, die wir je hatten. Und was wir halt versuchen, ist, das als Chance zu begreifen und die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass es eigentlich nur eine neue Strukturwissenschaft ist. Es ist etwas, was alle Prozesse grundlegend verändert, aber die Inhalte nicht groß tangiert. Und darüber sich einfach damit auseinanderzusetzen und sich darauf einzulassen, weil Angst ist meistens der schlechteste Berater, den du nehmen kannst. Die, die den wenigsten Kontakt haben, haben die größte Angst. Bei den Kindern ist es auch, die sich noch nie mit IT beschäftigt haben, oh, der mystische Computer. Die, die sehen, wie sie damit arbeiten, die zocken sogar meistens weniger, weil sie einfach kreativ damit arbeiten können. Und zu wissen, was eigentlich dahinter steht, zum einen, wer diese Programme eigentlich entwickelt und wer auch die Lernalgorithmen vorgibt, die werden alle zwischen weißen Männern zwischen, ich glaube, Mitte 20 und Mitte 40 programmiert. Da sind Annahmen drin, die sich weiter durchtragen. Die künstliche Intelligenz hat fehlerfrei vorhergesagt, dass Trump Präsident wird. Aus dem ganz einfachen Grund, es war nie zuvor eine Frau Präsident. Zack, konnte man ausschließen. Und was wir wollen, ist, dass die Kinder und hoffentlich die Eltern gleich mit lernen, was dahinter liegt und lernen, dass sie Sachen hinterfragen müssen. Das ist eine Zukunftsfähigkeit, dieses kritische Denken, was uns niemals eine Maschine abnehmen kann. Und wir wissen alle nicht, ob wir in 10 Jahren noch wirklich programmieren, also diesen Teil des Code-Schreibens. Wir werden wahrscheinlich sehr viele Data Scientists haben, die mit diesen Daten wirklich umgehen können. Weil das Drama ist, das hat auch eine Kollegin heute Morgen gesagt, wir werden vielleicht bald Entscheidungen auf Grundlagen treffen, die wir nicht mehr verstehen. Das ist für mich ein wirklich entsetzliches Szenario. Wir müssen halt gucken, dass wir ganz viele Menschen dafür begeistern, dieses Verständnis überhaupt erlangen zu wollen und sich da reinzudenken und zu gucken, wie hängen die Sachen zusammen. Dann, glaube ich, sind wir gut gerüstet. Und mit diesem Denkwerkzeug wirst du niemals überflüssig werden, weil du dich dann in ganz viele Bereiche reindenken kannst.